Die Spannung steigt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kommen Sie an die Rails. Wir werden ein ganz tolles Stutenderby 2017 erleben. Es treten an im Eduard Winter Deutschen Stutenderby 2017, dotiert mit 103.802 Euro. Die Startnummer 1, Tijuana Diamant mit Jürgen Sjunsen. Die 2, Honesty Newport, Michael Nimczyk. Die 3, Allegra B, Konrad Lugauer. Die 4, Motion Pur, Heinz Webering. Charlotte Newport, die 5, Rudolf Haller. Hazel Newport, die 6, Robin Bott, Handsome Starleg, die 7, Huru Langeweg Senior, die 8, Hera F. Boko, Dion Tessela, die Mokka Greenwood, Hugo Langeweg Junior, die 9 und die 10, Madonna ST, Christopher Eriksson. Die Stuten sind alle hinter dem Startwagen. Meter bis zur Startmarke. Das Eduard Winter Deutsche Stutenderby 2017 ist gestartet. Hera F. Boko beginnt hier am schnellsten. Fehler von Handsome Starleg. An der Innenkante Tijuana Diamant. Daneben ist Allegra B. auszumachen. Handsome Starleg ist aus der Partie. Im ersten Bogen Hera F. Boko ist an der Spitze. Führt gleich mit 2-3. Fehler von Allegra B. Die Favoritin hebt ab im ersten Bogen. Drittes Pferd ist hier in der dritten Position. Honesty Newport. Dann haben wir Charlotte Newport in der fünften Position. Allegra B. Die Favoritin ist raus. Das Feld ist nun vor den Tribünen. Vorne ist Hera F. Boko. In der zweiten Position kommt jetzt hier außen Tijuana Diamant und macht vor den Tribünen ernst und übernimmt nun das Kommando. Tijuana Diamant mit Jürgen Sjunsen haben das Kommando übernommen. Dahinter Honesty Newport in zweiter Spur Motion Pur. Dahinter ist Charlotte Newport. Am Ende des Feldes trabt hier Himoko Greenwood. Vor dem Ziel geht's auf die Schlussrunde. Die nächste Zwischenzeit ist hier 15:09. An der Spitze Tijuana Diamant. Das Tempo wird jetzt ruhiger. In der zweiten Position Hera F. Boko, außen Honesty Newport, dahinter Motion Pur. An der Innenkante trabt dann hier Madonna ST. Dann haben wir in zweiter Spur Charlotte Newport, Himoko Greenwood und Hazel Newport. Ruhige Fahrt vorne von Tijuana Diamant. Die führt weiterhin mit einer Länge. In der zweiten Position ist an der Innenkante Hera F. Boko. In zweiter Spur Honesty Newport, dann Motion Pur. Hinter Motion Pur ist dann Charlotte Newport. Mitte gegenüber die Zwischenzeit 20:04. Sehr ruhiges Tempo. Und an der Spitze weiterhin Tijuana Diamant liegt mit 2-3 Längen vor ihr Ralf Boko. Außen Honesty Newport, Motion Pur. An der Innenkante trabt dann weiterhin Madonna ST. Dahinter Charlotte Newport. Hinter Charlotte Newport sind Hazel Newport und Himoko Greenwood. Noch 500 Meter bis zum Ziel. An der Spitze weiterhin Tijuana Diamant. Eine Länge dahinter außen Honesty Newport. Innen hier Ralf Boko. Motion Pur geht in die dritte Spur. Die Zwischenzeit 13:0. Dicht geschlossen im Schlussbogen. Tijuana Diamant sieht sehr gut aus an der letzten Ecke. Außen Honesty Newport, dann Motion Pur. Außen kommt auch noch einmal Charlotte Newport und Himoko Greenwood in der Distanz. Tijuana Diamant ist vorn, löst sich von der Konkurrenz. Außen kommt Motion Pur dazu, Charlotte Newport, aber Tijuana Diamant ist vorn, Motion Pur kommt. Ganz außen Himoko Greenwood, Tijuana Diamant, Motion Pur, Heinz Webering macht es. Heinz Webering, Motion Pur vor Charlotte Newport und Himoko Greenwood. Letzte Zwischenzeit 14:1.2017. Sie heißen Motion Pur und Heinz Webering. Züchter und Besitzer von Motion Pur, das Gestüt Lasbeck, Trainer Christian Lindhardt. Motion Pur, gezogen von Muscle Hill aus der Alma. Die Siegzeit 1:14:1. Und da kommen Sie natürlich mit dabei. Der Mann, der für den Erfolg dieser Stute steht, Christian Linder, der Trainer, Heinz Webering, der Siegfahrer und Motion Pur. Große Emotionen hier bei uns, ein großer, verdienter Pokal. Marion Jaus und Madeleine Winter-Schulze gratulieren hier
dem Meisterfahrer, dem Weltmeister, dem Europameister, dem 29-fachen deutschen Champion. So oft hat er auch schon das Stutenderby gewonnen und heute kommt ein Triumph dazu. Was für ein Tag, was für ein Rennen. Die Presse muss natürlich hier das Ganze festhalten. Es gibt glanzvolle Pokale, es gibt tolle Ehrenpreise, es gibt für den Züchter und den Besitzer ein wunderbares Gemälde. Und für Sie, meine Damen und Herren, gibt es hier einen Sieger, den es zu feiern gilt. Noch einmal einen tosenden Applaus bitte. Motion Pure, Heinz Wevering und Christian Lindhardt. Für den HVT hat natürlich Heinz Tell gratuliert, der Präsident Maren Höver, Otto Kleverbeck. Wir sehen natürlich auch Christina Lindhardt, die auch einen Teil des Erfolgs natürlich beigetragen hat. Und für den Hamburger Rennverein Klaus Koch. Jetzt haben wir fast alle genannt. Wen wir noch nicht genannt haben, ist der Mann am Kopf des Pferdes. Aber das Geheimnis werden wir gleich lüften. Der Pfleger des Pferdes, der hat natürlich seinen Anteil auch dazu beigetragen. Jetzt gehen wir aber erst Anton Grassel natürlich auch noch für den HVT. Jetzt wollen wir uns den Weg hier bahnen, lieber Heinz, zu dir. Und er grinst schon, meine Damen und Herren. Und er hat wirklich das Grinsen auf dem Gesicht verdient. So wie die tolle Stute Motion Pure einen wunderschönen Siegerkranz verdient hat. Und das muss natürlich mit Applaus begleitet werden. Komm noch mal ran. Ein Foto soll es noch mal geben, wo Rosen blühen. Da müssen natürlich auch hier Frauen zur Geltung kommen. Es gibt noch einmal ein paar Bilder.